Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 15 Ultimate Team Pack Opening. Ich hoffe, euch wird es wieder gefallen. Gerne lasst das Däumchen nach oben wandern, das wäre sehr, sehr schön. Wir wollen heute mal wieder ein paar Packs aufmachen und hoffen selbstverständlich darauf, was Fettes zu ziehen aus diesem Team der Woche. Kurz nochmal geguckt, wir haben Aguero, Cavani hier zum Beispiel, Alessandrini, bist du das? Ja. Oczepka, Subotic und Diego Alves. Genau, Diego. Ansonsten wüsste ich jetzt hier nichts. Ein paar interessante Silberinforms vielleicht. Sieht irgendjemand einen interessanten Silberinform? Konate oder Konate. Ich weiß es nicht. Hier, wer bist du? Cleverly. Aha, aha. Ja, also vielleicht ist ja was Gutes dabei heute. Wäre langsam mal Zeit, dass wir hier so ein bisschen Packluck haben, weil, ne, war schon ein bisschen länger nicht mehr. Und ja, falls euch gefällt, wie gesagt, gerne den Däumchen oben da lassen, Social Media auschecken, Links in der Videobeschreibung auschecken und so weiter und so fort. Und wir ziehen hier noch nichts aus den Silberdingern. Wollen einfach mal so ein bisschen Silbervorlauf haben. Papau! Du hast es abgestoßen für 50 Millionen! Was? Ja. Okay, wir gucken mal uns die Kommentare an, was wir dort haben. Ich habe die Folge gestern ein bisschen spät hochgeladen, weil ich nicht früher zum Aufnehmen gekommen bin. So. Und ich habe extra noch reingeschrieben. Gerade die Folge hochgeladen. HD ist bald verfügbar, weil YouTube braucht immer ein bisschen. Bis aus der normalen Folge, also wenn man die hochlädt. Ja, ich lade 1080p hoch. 60 FPS gerade. Und dann braucht YouTube so ein bisschen länger, um aus 360p 480, 720 und dann letztendlich 1080p zu machen. Trotzdem kamen halt die Kommentare, ist nur 360p. Freunde, wartet doch einfach ein Momentchen ab. Wenn es noch nicht 360p, also wer glaubt denn bitte, außer ich mache einen richtig krassen, doofen Fehler und stelle hier irgendwie 360p ein, das wäre irgendwie so ein Ausschnitt, das seht ihr vielleicht mein Auge oder so. Ja, wenn das der Fall wäre, dass ich sowas hochladen würde, dann könntet ihr sagen, hey, du hast echt viel Scheiße hochgeladen. Normalerweise ist es so, ich lade immer 1080p hoch und wenn es nicht 1080p ist, dann ist es ein YouTube-Fehler, beziehungsweise YouTube ist noch nicht hinterhergekommen mit dem Verarbeiten. Damit es jetzt schon mal klar ist, nein, noch nicht fertig die Verarbeitung, falls ihr das Video seht, ist es noch nicht 1080p. Aber eigentlich lade ich die Videos ja, guck mal, jetzt ist es 11.20 Uhr, eigentlich lade ich die Videos rechtzeitig hoch, sodass sie dann eine Stunde nochmal extra Zeit haben, um verarbeitet zu werden. Aber wenn ich das halt sehr spät hochlade, haben die Videos halt keine Zeit zum Verarbeiten, sondern ich stelle sie halt gleich, Entschuldigung, auf öffentlich. Und dann ist es halt so, dass man dort halt dieses Phänomen hat, dass die noch nicht auf 1080p sind. Also, wenn ihr das seht, einfach abwarten und dann ist es bald auch 1080p. So, und der Fumbi sagt, ich komme aus der Zukunft und wollte dir sagen, dass du nicht Ronaldo Tots ziehst. Ach Mensch, das werden wir noch sehen, Freundchen. Das werden wir noch sehen, ob ich nicht den Ronaldo Tots ziehen werde. Vielleicht ziehe ich ihn ja zweimal. Wer weiß? Wir werden es ja sehen. So, gestern war wohl irgendwie ein komischer Bug. Ich konnte das wieder beheben, indem ich einfach die PlayStation neu gestartet oder beziehungsweise FIFA neu gestartet habe. Aber nach ein paar Minuten ging es dann wieder nicht. Wollen wir mal schauen, was jetzt der Markt sagt. Wir können suchen, ist alles gut. Raphael, Dempsey, okay. Ich wollte dann mal noch schauen, haben wir einen Free Pack erhalten? Sieht nicht so aus, oder? Nö. Die sagen sich so, hier, leck mich doch. Kein 35k-Pack für euch. Backen. 12 Spieler. Nee, gab gestern keinen Freepack. Eigentlich soll es doch hier fucking Freepacks geben, oder was? Oder sind die nur für eine Stunde da gewesen, die Freepacks? Ja, das sind doch Arschgeigen, oder wie? Was ich glaube, die wollten halt testen, wenn alle gleichzeitig Packs aufmachen. Also ganz viele Leute gleichzeitig da sind. Damit man sowas hat wie beim Team of the Season. Subotic! Yeah! Endlich in Inform! Na, finally! Wie viel bist du wert? 80 bis 120k? Super! Na, endlich! Haben wir in Inform! Ich mach meinen Satz gleich weiter, wenn ich mich wieder erinnern kann. Sehr schön! Gibt's dich auf dem Markt? Jo! Und er geht für 80,5 nicht mal weg. Okay, schade, aber wir können uns wieder freuen! Endlich wieder in Inform! Inform! Was habe ich mit Packlachs?
machen wir mal im Stream ja Dudes Luck in die Kommentare. Für diejenigen, die halt, hier unsere Subscriber sind. Und da gibt's halt auch noch was, was ich gleich erzählen wollte. Erstmal aber zurück zu dem, warum EA hier das mit diesen Freepacks gemacht hat und alle sollten sie um 8 Uhr das öffnen oder 18, 19 Uhr, keine Ahnung genau, wann das war. Das hat den Sinn gehabt, dass, ihr kennt es ja bestimmt, wenn ein großes Aufkommen ist, sowas wie Team of the Year und sonst irgendwas, Blitzrunden, ja? Da sind ganz viele Leute gleichzeitig online und wollen alle Packs machen und dann, ich kann nicht, der Store geht gerade nicht. Halt, sowas passiert dann halt, ne? Das kennt man ja, man hasst es, Blitzrunden sind dann bald vorbei, ehe man zwei Packs gezogen hat und so weiter und so fort. Und jetzt haben sie vielleicht irgendwelche Verbesserungen hineingebracht ins Spiel, um mit mehr Aufkommen, also mit mehr Spielern gleichzeitig arbeiten zu können, also das, was vielleicht nicht auftritt. Lass uns überraschen, dass sie das auch behoben haben für das Team of the Season. Das wäre natürlich super mega gut. Dafür würde es auch von mir für EA einen Daumen nach oben geben, wenn sie das hinbekommen. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, Twitch. Ich werde es so machen. Auch wieder einmal ein Feature für unsere Subscriber. Wer ein Subscriber ist, darf, wenn der Nightbot da ist, mir Song-Requests schicken. Das heißt, ihr sucht euch ein YouTube-Video raus. Weiß nicht, ob ich das irgendwie jetzt hinkriege zu zeigen. Mal gucken, Nightbot, Songs. Ich muss mich kurz einloggen. Wenn der Nightbot bei uns im Channel ist, dann kann man einfach, der ist jetzt noch nicht drinne. Sekunde. Custom Commands. Wo haben wir sie denn? Nightbot Commands. Genau, Song Request Commands. Ich kann euch das mal versuchen zu zeigen. Kann ich da vielleicht eine Fensteraufnahme hier mal rüberschieben? So. Zumindest irgendwie mal hier hinzufügen. Nightbot Commands. Zack. So. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gut sehen kann. Ihr seht jetzt, noch nicht hier. Das können halt nur einige Sachen, können nur der Admin und so weiter. Hier seht ihr es ja. Song Request, das dritte von unten. YouTube Video ID oder Soundcloud URL. Ja, jeder Subscriber, ich hab's noch nicht hingekriegt, mehr dazu machen. Jeder Subscriber kann zwei Songs in der Liste sozusagen haben. Wenn der erste einen Song da schon wieder gespielt ist und nur noch einer von ihnen da drin ist, kann er die nächste Anfrage machen. Also maximal könnt ihr zur selben Zeit zwei Songs drin haben. Und das geht einfach so mit Ausrufezeichen Song Request und dann die YouTube Video ID. Ihr könnt auch eine YouTube URL nehmen. Und ihr könnt auch die Soundcloud URL verwenden. Da kann man von Soundcloud das halt abspielen. Und dann wird hier in so einem Fenster, was ich habe, halt das so abgespielt. Ja, das wollte ich auch mal kurz zeigen. Also für die Subscriber oder diejenigen, die es vielleicht bald mal werden wollen, ihr könnt bald die Musik hier für mich machen. Ihr schmeißt einfach dann die Lieder rein, dann kommen solche Lieder wie... wie heißt nochmal das eine Lied mit Paul Walker da? Habe ich schon wieder vergessen, aber das wurde natürlich auch, wird natürlich sehr oft halt auch gewünscht oder was auch immer. So, ihr könnt halt alle möglichen Lieder von YouTube vorschlagen, wenn es kommen sollte, dass ihr irgendwie so ein Troll-Lied macht, sowas wie... Dann skippe ich das natürlich, ne? Dann wird das Lied halt übersprungen. Oder wenn es irgendwie kein Lied ist, sondern irgendwie ein Let's Play oder sonst irgendwas, ja? Was halt irgendwie 20 Minuten oder sonst irgendwas dauert. Oder es ein Monster-Remix ist, der halt auch ewig lang ist, dann skippe ich das. Denn es sollen ja alle irgendwie drankommen. Deswegen möchte ich halt, dass die Lieder so halt normal lang sind, ne? Also was weiß ich, 5 Minuten maximal. Halt solche Lieder eben. Solche ganz normalen, typischen Lieder. So. Okay, gucken wir nochmal weiter in den Kommentaren. Also das war jetzt hier nochmal so für euch. Song Request, dass die halt bald gehen. So, und es haben einige geschrieben, dass es auch war. Und auch, dass es wohl keine Price Ranges gab mal eine Zeit lang. Die haben irgendwas herumgespielt und irgendwie komisch, ne? So. Sehr schön. Die Frage ist, wie viele Coins ich habe. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr als 13 Millionen.
werden immer weniger wegen den Pack-Openings. Es wird langsam echt sehr knapp, muss ich bald wieder aufladen. Wegen Team of the Season, da braucht man schon ein bisschen mehr. Ich will ja ordentlich was halt auch öffnen. Welchen würdest du dir am meisten im TOTS von Ligue 1, BVA und Bundesliga wünschen? Und oder kaufen? Mach weiter so mit den Videos, sind echt klasse. Schreibt der Carlos for Life, Hashtag ApeCrime. Also aus der Ligue 1. Wenn es den gibt, dann den Ibra. Würde ich mal so sagen. Was hätten wir noch in der Ligue 1? Ich guck mal nach bei Foothead, was es da für Spieler gibt, die halt besonders geil wären, wenn sie denn einen TOTS bekämen. Ich weiß es halt nicht, wer einen TOTS bekommt und so weiter. Deswegen, ich habe ja keine Ahnung. So, nehmen wir mal die Ligue 1. Ihr seht also, Zlatan Ibrahimovic wäre schon sehr geil. Wen hätten wir sonst noch da? Lacazette. Uiuiui. Ja, ich glaube, Lacazette könnte auch einen TOTS kriegen, oder? Was meint ihr? Lacazette? Der hat auch richtig, ich beziehe mich auf meine Aussagen nur auf FIFA, ja? Also, ob sie Informs oder sonst irgendwas bekommen haben. Denn es ist natürlich naheliegend, dass ich, das ist natürlich irgendwie klar, es gibt halt super klasse, viele Spieler und so weiter und so fort. Aber, Spieler, die halt auch viele Informs bekommen haben, waren wohl auch in der Saison über relativ gut. Ja, es ist wohl nicht irgendwie so, dass dann der schlechteste Spieler aus der Liga irgendwie 5 Informs bekommen hat, ja? Da wurde ja auch mal sowas gesagt. Und da haben wir Lacazette. Ich kenne mich ja nicht im Detail aus. Ich habe nicht die Zeit, mir alle Ligen auswendig zu lernen und so weiter. Ich habe halt andere Dinge in meinem Leben zu tun. Wenn jemand das gerne machen möchte, kann es gerne machen. Wünsche ich ihm viel Glück. Auf jeden Fall, also, dass er bei seinem Hobby da auch viel Spaß hat. Ja, selbstverständlich. Aber ich habe für so ein Hobby nicht so viel Zeit. Natürlich schaue ich mir ab und zu Ergebnisse von hier oder da an. Aber ich kann das nicht so verfolgen und auswendig lernen und so weiter. Das möge man mir doch verzeihen, wenn ich nur mein Wissen auf Foothead oder was auch immer stütze. Es tut mir leid. Und da wäre halt Lacazette schon einer von denen, den ich wohl sehr gerne hätte aus dem Team of the Season. Dann war da Bundesliga. Den Robben habe ich ja aus dem Team of the Year. Robben, Team of the Season. Pipsi habe ich ja schon mal gezogen. Was halt sehr cool wäre, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wohl Meier? Mal gucken. Kann mir die Namen nicht merken. Wie heißt der denn? Der Torschützenkönig. Das ist doch Meier, oder nicht? Torjäger? Ja, genau. Alexander Meier hat 19 Tore. Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass er was da kriegt. Ein TOTS oder so. Bastos vielleicht auch sehr viele Tore geschossen. So. Das sind halt wohl auch Spieler, die sowas auch verdient haben, weil sie ballern halt auch ordentlich, ne? Was interessant wäre natürlich, ob Aubameyang ein Team of the Season bekommt, irgendwie ein Stürmer oder sowas, TOTS. Das wäre heftig. Aubameyang, Stürmer, TOTS. Er hat 15 Tore geschossen in 32 Spielen. Was okay ist. Die Sache ist, kann man sagen, dass Spieler wie Robben oder Bastos oder so, dass die tatsächlich, obwohl sie sehr viele Tore haben, ein Team of the Season bekommen können, obwohl sie nur 20 oder 21 Spiele gemacht haben. Ja, sieht man ja hier Spiele, Robben 21 Tore geschossen, 17, was natürlich sehr gut ist, aber er war halt auch viel verletzt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, also da gibt es halt einige, ne? Thomas Müller kann ich mir vorstellen, dass der auch im Team of the Season dabei ist. Oder was weiß ich. Gibt ja sehr viele gute Spieler. Gibt es hier auch Einsätze steht hier. Nach Einsätzen. Ja gut, da gibt es viele, die halt 33 Spiele bisher hatten. Mann des Tages. Ach guck mal, da gibt es auch verschiedene Männer des Tages. 33. und so weiter Spieltag. Wird das von Kicker halt selbst so bestimmt? Oder ist das, wie machen sie? Wie wird der vergeben? Spieler des Tages? Man weiß es nicht, ne? 11 des Tages und so weiter. Da kann man halt sich natürlich da austoben. Man sieht hier aber auch bei den also die Berufungen für die 11 des Tages, war Bayern halt 48 Mal nominiert. Danach Wolfsburg 36 Mal, dann Leverkusen, Gladbach und so weiter. Dortmund auch sogar 24 Mal.
Also es werden ganz viele coole Spieler dabei sein. Ich weiß es tatsächlich nicht, wen ich alles nehmen würde. Eigentlich möchte ich gerne alle haben. Aus dem BBVA, ja, weil es mir halt einfach fehlt. Ich habe beim Team of the Year halt keinen Robben, keinen Ronaldo oder keinen Messi gezogen. Das wären halt welche, die ich halt gerne ziehen würde. Obwohl es halt bessere noch gibt, im Prinzip, ne? Aber, also, ne, Team of the Year oder Record Breaker oder sonst irgendwas. Mal gucken. Sonst? Ja, wüsste ich jetzt auch nicht so. Aber ja, erstmal so viel dazu. Das war schon sehr lang, die Antwort. So. Hätte Robben ein Free Pack. Nice. Robben in Free Pack zu haben, ist immer sehr schön. Dass man den dann checkt, also wenn das so ein Free Pack ist, wo der untradable ist, dass man den dann halt auch mit dem Verein tauscht und den aus dem Verein, wenn man den in dem Verein hat, dann verkauft. Ne? Das ist natürlich so ein Trick, auf den muss man halt erst kommen. Einige wissen es nicht. Ich wusste es auch mal nicht. Da habe ich einen Pogba abgestoßen. Ist halt so. Na gut. Bevor es hier noch wieder zu traurig ist, dass ich hier so lange ungeschnittene Videos mache, beenden wir die Folge mal. Wir hatten einen Form heute. Das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, wir machen noch 3-4 Packs auf. Dann sind wir aber tatsächlich auch hier durch. Dann bedanke ich mich hier bei euch fürs Einschalten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder Kommentare von euch vorzulesen. Ich bin doch gar nicht richtig durchgekommen. Ich habe euch einiges erzählt. Hazard! Sauber. Er ist nicht mehr so viel wert, ne? 130 bis 190.000. Preisvergleich. 160 geht er wohl rein. Super. Hier nochmal kurz vor Schluss. Also ich muss sagen, Packluck ist wieder aktiviert, oder was? Packluck läuft. Packluck läuft. Wir haben noch ein paar K vor uns. Wollte gerne auf eine glatte Zahl kommen. Noch 24K. Oh Mann, ey. Da hast du zwischendurch nochmal den Azar, zwischendurch Supertitch in Form, super. Richtig stark, sehr schön, das ist super. Das freut mir echt. Und dann nochmal hier den William. Also ein bisschen haben wir doch hier Packluck, kann keiner sagen, dass wir hier gar kein Packluck hatten. Also letzte Folge war natürlich schon ein bisschen scheiße. 11K noch, also ein, zwei Packs machen wir irgendwie so. Hier, keine Ahnung, 2, 5 und dann hier zack, 3000. Super, super cool. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Stream. Ich hoffe, dass ich das am Mittwoch schaffe. Und dann halt mit euren Song-Requests. Wenn ihr auch Song-Requests machen möchtet, ich habe das halt so eingestellt, dass es halt Mods und Subscriber machen können. Aber es wäre halt sehr schön, wenn es halt erstmal nur die Subscriber machen. So, letztes Pack. Und damit heißt es danke, danke, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.